Willkommen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. Also, ich versuche jetzt mal hier. Irgendwer von Crimson Dawn hat mir neulich angeboten, meinen Einsatz zu übernehmen. Und dann habe ich gewonnen. Und er dachte ernsthaft, dass ihm alles gehört. Ist irgendwas mit Karten spielen? Nee, das kann ich nicht. Also, die anderen beiden Spiele waren schon geil. Wo ich jetzt gerade hin möchte, ist eigentlich. Hier. Aber hier war die Sache. Dass ich hier nichts habe, um da hinzukommen. Also jedenfalls nicht so, wie ich möchte. Hallo! Irgendwo war doch hier ein Weg, der dahin führte. Genau. Hey, ich kann dir helfen. Ja, kannst du. Aber auch nicht so, wie ich gerne würde. Was siehst du? Oh weia, das ist doch hier, wo wir schon mal waren. Shit. Jetzt kommen die Erinnerungen. Da war ich doch da hinten irgendwo. Ja. Und weg. Komm, ich habe ein Angebot für dich. Nee, hast du nicht. Und selbst wenn. Ist hier jemand? Wenn ich jetzt hier rumballer, ne? Siehst du was? Das hat hier gerade besser geklappt, als ich gedacht habe. Jetzt kommen die natürlich hier gerade hergelaufen. Ich brauche. Wenn die da weg sind, ne? Hast du was? Dann kann ich die, glaube ich, rufen. Ist jemand in der Nähe? Hast du was, Kleiner? Was siehst du? Er kommt nicht. Er kommt. Oh, sauber, das könnte echt funktionieren. Sakai! Hey! Android 2 und Saiyan 2. Wie kann der mich bitte erwischen? Ich meine jetzt mal ernsthaft, Leute. Für die Pikes bist du ein Niemand. Das wäre dann auch ein. Das wird sie nicht nochmal.
Jetzt sag mir nicht, ich muss diesen kompletten Weg rumlaufen, wieder dahin. Oh, das möchte ich jetzt mal verstehen. Wie der Typ. Das habe ich irgendwie gar nicht verstanden. Also entweder habe ich nicht verstanden, wie ich die umboxen muss. Was ich, glaube ich, auch wirklich nicht verstanden habe. Und gleichzeitig habe ich auch nicht irgendwie verstanden, wie der mich gerade entdecken konnte. Brauchst du etwas? Siehst du was? So. Oh Gott. Alter, da denkst du, jeden Moment kriegst du den. So. So. Müssen die beiden umdrehen, genau. Ist jemand in der Nähe? Was macht er? So, jetzt kommt er hier gucken, ne? Gucken wir mal. So. Also muss ich das so schnell machen? Siehst du was? Hm? Jetzt kommt er. Also ich muss das... Wieso kann ich den Typen... Okay. Was ich nicht verstehe, ist, den ersten kriege ich ohne Probleme. Ich mache das gefühlt wieder mit dem anderen. Und das funktioniert nicht. Noch so eine Gossenratte. Falscher Button. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle mich da irgendwie... Ich weiß auch nicht, wo so ein Auftragsvermittler von gerade von denen rumsitzt. Dass ich jetzt sagen könnte, hello, ne? Was haben wir im Inventar noch? Wertgegenstände. Das nervt. Das nervt richtig. Jetzt mal ohne Scherz, ne? Das nervt gerade richtig hart. Funktioniert nicht. Kann ich den umboxen? Nein, Entschuldigung, es hat sich erledigt. In die Tasche nix. Toll gemacht. Sieh mal nach, was es ist. Nur Bomben.
Das Ding ist, egal wo ich die jetzt hinlocke, ne? Das bringt mir nichts. Versuche gerade zu verstehen, wie ich das am besten mit den Jungs mache. Vor allem, dass ich den einen da überhaupt nicht kriege. Also im Sinne von wegen so hier, ne? Der Typ stand der da. Also eigentlich. Was siehst du? Konnte ich hier noch was machen? Ich glaube, hier habe ich einen Schatz geholt. Irgendwelche Sachen. Ja, ich weiß. Mich würde das aber mehr interessieren, ob ich vielleicht hier noch einen Zugang habe gerade. Vielleicht habe ich jetzt. Ah, hier ist nichts. Okay. Es war ja irgendwie die Hoffnung. Ne, hier so durch die Luftschleuse, hier so ein Lüftungsschacht, meine ich. So, jetzt habe ich es. Wenn ich in irgendeiner Kantine das wüsste, wo ich hin muss, ne? Dann würde ich ja sagen, yippie-yay. Ah, falscher Button. Was müssen wir denn machen? Achso, ja, wir müssten eigentlich den Dings verlassen, ne? Ich will den nicht verlassen. Bin ich ganz ehrlich. Ich möchte gerne das erst noch alles machen. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist jetzt echt noch so eine Sache. Da brauche ich das Bohrer, imperiale Waffe, Waren. Schmuggler versteckt. Der Berg befindet sich südwestlich vom Typhonfelsen. So. Schmugglerversteck. Karte. Habe ich das nicht gemacht? Südwestlich. Das könnte hier irgendwo in der Richtung alles sein. Also das heißt, wenn ich jetzt da einbreche, darf ich mich auch nicht sehen lassen, ne? Das ist jetzt auch wieder das nächste Problem. Überall, wo ich jetzt Bock hätte zu sagen, hier, weißt du was, ich habe Lust und will Bambule machen, bringt mir das nichts, weil die vom Pike mich gar nicht mögen. Ja, galaktisches Imperium, warum nicht den? Das ist das, warum ich mich da ein bisschen verzockt habe im Sinne von wegen. Ja, und hier komme ich, das ist, ja, hier falle ich nicht nochmal drauf an. Hier habe ich keine Ahnung, wie ich auf diesen Berg raufkomme. Schmugglertor, imperiale Konsole. Oder ich verlasse echt mal den Planeten und komme dann wieder. Das kann es doch nicht sein. Nee, jetzt mal ernsthaft, ne? Das kann's. Irgendwie kann es das nicht sein. Das ist jetzt Tresorraum. Da fehlt mir aber noch die Karte. Flüsterkneipe. So, das ist da. Da komme ich aber nicht rein. Pike. Ich kann gar nicht so viel an. Ich kann gar nicht so viel Sachen machen. Wenn ich jetzt hier hin wollte, ne? Um da hinzukommen. Dann könnte ich wegen sagen, ich mache die drei Schlüsselkarten. Aber das Problem ist, vielleicht probieren wir das mal von der Seite. Mich ärgert das gerade, weil das ist das Einzige, was ich jetzt noch so machen kann. Im Prinzip hinter mir.
Und da muss eine Treppe sein. Nee, hier ist es nicht. Ist es hier richtig? Nee. Was sind wir da hin? Aber jetzt stehen die beiden Bubis da wieder, ne? Ja. Und dann gleich nach links. Hey, Sie! Schauen Sie sich doch mal um! Was kann man hier? Wie gesagt, es bringt mir nichts. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, wie gesagt, das bringt irgendwie gar nichts, wenn ich mit denen da was mache. Außer, dass ich gefühlt Geld verbrenne. Selbst wenn ich jetzt hier. Oh, ich sogar gleich noch einen dritten. Holy moly. Das sind jetzt schon zwei Sachen oder drei Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Wo ich denke, okay, ich muss doch den Planeten verlassen, weil alles andere. Der hat gar keinen Zweck mehr. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Nee, das ist irgendwie gerade. Das wäre im Raum daneben. Das ärgert mich gerade. Dann mal los. So. Schau nach. Karte. Genau, wir machen mal jetzt die Kunde. Vielleicht bringt das ja uns was. Obwohl, warte mal, da war auch was. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen, denn sonst haben wir das Problem, dass wir mit den Todestrupplern uns prügeln können. Habe ich das überhaupt jemals schon geschafft, hier einmal vernünftig aus dem Dorf zu kommen? Ich glaube, ich bin noch nicht ein einziges Mal aus dem Hiroganer raus, ohne dass ich mir die Haxen gebrochen habe, gefühlt. Achtung! Die Verdächtige wurde zuletzt in Hiroganer gesehen. Stellen Sie die Verhaftung sicher. Hä? Suchen die mich jetzt, oder was? Dann nehmen wir noch zwei. An alle. Verdächtige wurde in ihrem Bereich auf freiem Fuß gemeldet. Suchen Sie weiter. Festklammern, Kumpel! Achtung! Die Flüchtige ist nun eine gesuchte Kriminelle. Bleiben Sie auf Abstand und warten Sie auf Unterstützung. Was, bitteschön?
Ihr seid ja nicht ganz frisch. Alter, wie viele Truppler laufen hier rum, Alter? Okay, jetzt sag mir bitte nicht. Hey, sag mir bitte nicht, dass ich gesucht werde hier hoch 28 wieder und ich hier irgendwo den Typen da mir um mich den Typen so kümmern muss. Fürs Erste. Ja, aber wieso jagen die mich jetzt so? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe doch da, okay, wenn ich da rumstehe, ich verstehe, dass sie dann Bock haben, mich zu jagen. Ja, irgendwie verstehe ich das alles, aber trotzdem finde ich das ein bisschen crazy. Bin ich ganz ehrlich, weil das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich komme mir vor wie der letzte Depp. Halt dich fest, Nix. Schon wieder? Verstanden. Eliminieren Sie die Zielperson, wenn nötig. Ich blick da nicht mehr durch, wieso die mich jetzt hier so angreifen. Wollte ich jetzt eigentlich hin? Syndikatshändler. Wäre vielleicht sinnvoll, ne? Ah, das ist da bestimmt hier die Bude, wo die hier vorne stehen, ne? Wir haben gesetzt!
Sie sehen uns. Ich habe natürlich nicht hingeguckt, als ich die gesehen habe. Ich glaube, die mögen mich jetzt richtig, ne? Die sind richtig nett und freundlich zu mir. Schauen wir mal. Darüber, ne? Ich würde die Pikes jederzeit den Hutten vorziehen. Die Bezahlung ist einfach besser. Hast du was, Kleiner? Hier bringt mir das auch nichts. Wir haben also dieses Nachschub-Drahtmoll, was wir gestohlen haben. Eine Kiste voller Sturmtrupplerhelme. Was soll ich jetzt damit machen? Hey, Kumpel. Drück mal den Knopf. Jetzt bin ich gespannt. Thank you.
Eigentlich brauche ich jetzt nur noch den Typen, ne? Das wird helfen. Nee, wird es nicht. Gott. Ja, das wird mir nichts bringen. Oh, willst du mich verhungern, People? Also bald bin ich beim Syndikat ganz unten durch. Ich glaube, die kommen gerade nicht. Sehr gut. Das einzige Problem, wenn du für die Pikes arbeitest, ist ihre Präzision. Die drehen echt durch, wenn du die falsche Person abknallst. So. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Weil... das werde ich jetzt nicht schaffen, wie ich das so will. Erstmal einen kleinen Plan zurechtlegen.